In 3 Schritten alles super schnell lernen, was du lernen möchtest. Wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Und damit herzlich willkommen. Hallo Internet, Alexander Wahler hier. Ich freue mich, dass du da bist, denn ich liebe diesen Prozess, den ich heute mit dir teilen möchte. Ich habe, glaube ich, mit keinem Prozess so schnell gelernt, sei es mit Gitarre, sei es mit Sport, sei es mit Büchern, sei es mit neuen Fähigkeiten. Und er ist super, super simpel. Er basiert auf gerade mal 3 super, super simplen Schritten. Isolieren, integrieren, improvisieren. Was heißen die einzelnen Schritte? Naja, schauen wir uns zum einen mal isolieren an. Machen wir das Ganze mal anhand des Beispiels ein Musikinstrument lernen. Du möchtest in einem Musikinstrument besser werden, zum Beispiel Gitarre, Klavier, dann wäre der erste Schritt zu isolieren. Du isolierst also einen Akkord oder eine Tonleiter, die du lernen möchtest. Diesen Akkord oder diese Tonleiter übst und übst und übst und übst und übst du dann, bis du sie sehr gut spielen kannst, bis es für dich einfach ist, sie zu spielen, dass du sie schnell findest, locker die Griffe wechseln kannst, dass du also das Ganze drauf hast. Dann kommt der zweite Schritt, das Integrieren. Das wäre in unserem Musikbeispiel ein Song. Du lernst einen Song, wo dieser Akkord, diese Tonleiter, diese Tonreihenfolge drin ist und du sie in einem Kontext spielst. Und das übst du dann wiederum, bis du es kannst. Und zu guter Letzt kommt der spannendste Schritt, nämlich das Improvisieren, Schritt 3. Wenn du den Akkord, die Tonleiter, die Tonreihenfolge isoliert hast, sie gut spielen kannst, sie dann integriert hast, Schritt 2, das heißt, du hast einen Song gelernt, wo das Ganze drin vorkommt, dann kannst du in Schritt 3 anfangen, damit zu improvisieren, dass du zum Beispiel den Akkord umkehrst, eine Substitution dafür machst. Das sage ich auch nicht, in Musiksprache zu reden. Heißt so viel wie, dass du den Akkord veränderst. Oder dass du mit der Tonleiter anfängst, ein wenig zu improvisieren, rumzuspielen. Dass du also die originelle Form, die du gelernt hast, aufbrechen kannst und dann frei damit spielen kannst. Das Ganze ist natürlich nicht auf den Bereich Musik fixiert. Du kannst es auf alle Bereiche anwenden. Nehmen wir zum Beispiel Sport. Du möchtest eine Sportart lernen, dann wirst du auch eine bestimmte Bewegung erst einmal isolieren müssen. Die übst du, übst du, übst du, bis du sie kannst. Dann integrierst du sie, Schritt 2. Das heißt, sie kommt in einen größeren Bewegungsablauf mit rein. Und sobald du das auch noch drauf hast, sobald du sie integriert hast und dir das auch nicht mehr schwerfällt, dann kannst du, Nummer 3, damit anfangen zu improvisieren und aus dieser vorgegebenen Formel rausbrechen und dann etwas Eigenes daraus kreieren. Ja gut, Alex, aber was ist, wenn ich weder eine Sportart noch ein Instrument lernen möchte, sondern meine Karriere zum Beispiel besser werden möchte? Da machst du genau den gleichen Prozess. Du möchtest zum Beispiel eine bestimmte Fähigkeit in deiner Karriere besser lernen. Nehmen wir mal Verkaufen. Du möchtest besser im Verkauf werden. Dann wirst du auch eine bestimmte Verkaufstechnik isolieren, bis du sie drauf hast. Du wirst Schritt 2, sie integrieren in einen Verkaufsprozess. Und wenn du das dann drauf hast, wirst du anfangen, mit ihr zu improvisieren. Gleiches für Marketing. Du lernst eine Marketingtechnik, isolierst sie, integrierst sie in dein Konzept und dann fängst du an, im dritten Schritt improvisieren, sie zu verändern. Du möchtest Führung lernen. Das heißt, du möchtest ein Team führen lernen. Gleiches. Das heißt, du kannst das Ganze in jedem Bereich machen. Egal, was du lernen möchtest, fängst du immer erst an, eine Fähigkeit zu isolieren, sie dann in den kompletten Schritt zu integrieren, in Schritt 2 und in Schritt 3 fängst du an, diese Struktur aufzubrechen und selber zu improvisieren. Ich persönlich liebe diesen Prozess. Ich habe mit diesen 3 Schritten schon eine ganze, ganze Menge gelernt und ich hoffe, du wirst den Prozess jetzt auch anwenden und damit einige Sachen sehr, sehr viel schneller lernen. Und mich würde interessieren, wo wirst du diesen Prozess jetzt anwenden? Was willst du gerade lernen oder worin willst du besser werden, wo du diesen Prozess sofort anwenden kannst? Schreib mir das mal in die Kommentare, würde mich verdammt interessieren. Und wenn du das in die Kommentare geschrieben hast, dann empfehle ich dir, dir mein kostenloses Online-Coaching anzuschauen. Du findest einen Link hier oben in der Card oder unten in der Videobeschreibung findest du noch einen Link. Da werde ich dir noch eine ganze Menge andere Tricks zeigen, wie du besser lernst, wie du selbstbewusster wirst, wie du deine Karriere aufs nächste Level bringen kannst, wie du deine Finanzen besser handelst, wie du bessere Social- und Networking-Skills bekommst und noch eine ganze Menge mehr. Und das ist alles komplett kostenlos. Das heißt, ich würde mich freuen, wenn ich dich im kostenlosen Online-Coaching begrüßen kann. Findest du es hier in der YouTube-Card oder unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns vielleicht da oder im nächsten Video. Mach's gut!